muss auch wieder ein bisschen reinkommen. Ich meine, wir haben diese dicken Bretter das letzte Mal weggebohrt, also auch vor allem diese große Rechnung, weswegen wir einfach eingeknastet werden würden. Hier bei die Dissidenten, wir waren auch schon mal in der Wohnung, wir haben da irgendwie uns ein klein wenig umgeguckt und da haben wir nicht wirklich was gefunden. Ich weiß nicht, wen ich noch fragen soll eigentlich, um was Elisabeth Weckert angeht. Also das Einzige, nochmal das Gespräch suchen, was mir jetzt noch einfällt. Aber ich glaube, da haben wir gar keine Gesprächsoption mehr. Ich habe keine Ahnung, wie wir das machen mit den Dissidenten. Aber das ist das Einzige, was... Aber es wird noch mehr kommen, habe ich einfach das Gefühl. Es wäre nicht Beholder 3, wenn es anders wäre. Ja. Wir könnten ja mal wieder mit unserer Frau reden. Könnten wir mal. Wir haben uns auch lange kein Haushaltsgeld mehr abgeholt, oder? Ja, das stimmt. Frank, was willst du? Oh, wir können nur nach dem Haushaltsgeld fragen. Kannst du mir bitte das Haushaltsgeld geben? Hier, bitteschön. Danke. Ja, oh, da fällt mir ein, wir sollten da mal gerade... Ja, hab ich noch Zeug? Nein, hab ich natürlich nicht. Dann kann ich mal gerade hier meinen Hausmeistertätigkeiten nachgehen. Und wir haben ja jetzt wieder ein klein wenig Geld. Oh, ich kaufe mal schnell Entkalker und Heizöl. Und wir haben der Brief. Sprich mit Sabine. Okay. Du sagtest, lass uns doch nochmal mit unserer Frau sprechen. Und jetzt haben wir direkt so ein Ding wieder. Der Brief, 23 Stunden. Herr Schulinger, könnten Sie kurz an die Seite gehen? Ich möchte den Müll rausbringen. Danke. Nein. Danke. Was hat er denn? Ja, er ist, wie du mir so, okay. Meine Frau schläft. Ich möchte, wir müssen ans Telefon. Ja, hallo? Hallo Frank, Steffen hier. Hallo Steffen, was gibt es? Ich rufe nur an, um Ihnen mitzuteilen, dass unsere Kollegen die fantastische Laufmann-Reform umgesetzt haben. Der Besitz von Laufmännern ist in unserer größten Union nicht mehr verboten. Ist das nicht großartig? Oh ja, das sind tolle Neuigkeiten. Du Arsch. Und dadurch ist die Rechnung für Sie vom Tisch. Das ist eine große Erleichterung. Vielen Dank, Steffen. Das mit der Rechnung beruhigt mich sehr. Das wäre mein Ruin gewesen. Das verstehe ich, Frank. Aber lassen Sie uns nicht mehr in der Vergangenheit leben, mein Lieber. Da wäre nur noch diese Kleinigkeit, die uns im Weg steht. Und die wäre? Beißlaus. Beißlaus ist mir schon lange ein Dorn im Auge. Oder eher noch eine Laus in meinem Pelz. Verstehen Sie, Frank? Laus im Pelz? Beißlaus? Und mit diesen Aktionen, die er sich hier im Ministerium geleistet hat, mit so jemandem kann und möchte ich nicht zusammenarbeiten, Frank. Teamgeist, Hilfsbereitschaft und gegenseitiges Entgegenkommen. Das sind die Grundsätze eines guten Teams. Und diese Werte vertritt weder der Beißlaus noch gewisse andere Personen hier im Ministerium. Das ist nicht gut. In der Tat, Frank. Sie meinte ich gar nicht. Leider ist es schwierig, etwas gegen Beißlaus zu unternehmen. Er ist Abteilung 4. Und er ist schon furchtbar lange hier und genießt quasi Immunität. Diese leere Laufmann-Verpackung, die Sie gefunden haben, ist ein guter Anfang. Aber sie reicht leider nicht aus, um Beißlaus Immunität aufzuheben. Dazu bräuchte ich schon noch etwas Handfesteres.
Was halten Sie davon? Was halte ich wovon? Davon, etwas Handfestes gegen unseren Freund zu finden. Das ist natürlich keine offizielle Anweisung, versteht sich. Merkt ihr die Musik? Die Musik hat sich verändert. Ja. Oh, ich mach mal gerade einfach um euch. Ach, ihr hört die Musik gar nicht. Ah, so ein Mist. Da ist sie. So, ich mach's wieder ein bisschen. Ich mach's ein bisschen lauter als eben. Ja, die Musik macht einen fertig. In dem Moment, wo diese Fragestellung jetzt auftauchte, beziehungsweise unsere Antwortoption, hat die Musik sich verändert. Und das ist schon... Irgendwie haben die es gut raus, dass sich das bei mir... Irgendwie... Also ja. Ich spüre das direkt. Mhm. Weiß nicht. Irgendwas triggern die. Also gut gemacht. Ja. So, wir haben drei Antwortoptionen. Ich versuche es. Ist das eine gute Idee? Wieso tun sie es nicht selbst? Ich habe eine Reihenfolge. Ja, wieso tun sie es nicht selbst? Würde mich rasend interessieren. Ja. Aber ich versuche gerade irgendwie das Risikomanagement so ein bisschen mit einzubinden. Und ich würde auch das würde auch das sein, wo ich sage so, ey komm, warum machst du es nicht selber? Lass mich doch in Ruhe mit dem Scheiß. Ja. Wo ist mein altes Leben, was du mir versprochen hast, du Saftarsch? War gut irgendwie und die ganze Zeit wollt ihr, dass ich irgendeinen Mist mache. Ich mache das jedes Mal und dann fällt euch immer noch irgendwas ein, was ich noch tun müsste, damit ich vielleicht irgendwann mal in allzu nicht ferner Zukunft, keine Ahnung, mein altes Leben zurückbekomme, was auch immer das bedeutet. Ja. Das sagt mir ja auch keiner. Also gibt es eine Behandlung oder Unterstützung für unseren Sohn? Ich weiß es nicht. Was passiert? Ziehen wir aus dem Haus aus? Ziehen wir in unser altes Haus zurück? Was bedeutet das eigentlich? Also die ganze Zeit ist so ein spekulatives Ding in der Luft. Irgendwas wird uns versprochen, was aber überhaupt nicht handfest ist. Deswegen können wir die aber auch nicht festnageln. Ja. So. Und sagen, du hast mir gesagt, ich kriege in 3 Wochen mein Haus zurück. Die Zielvereinbarung hier ist halt nicht smart. Also sie ist nicht spezifisch, nicht messbar, attraktiv ist sie. Aber terminiert ist sie auch nicht. Und realistisch irgendwie auch nicht. Also wenn wir einmal so die Smart-Geschichte durchgehen, nichts. Und dadurch kommen wir immer wieder in diese Situation. Wir sind erpressbar. Und dadurch, dass wir die Untergebenen sind von Lotte Altmann und Steffen Hubert, können die uns durch die Gegend schubsen, wie die wollen. Und die ganze Zeit versuchen wir in diesem Spiel einen Ausgleich zu finden, um irgendwie moralisch immer noch auf der sicheren Seite zu sein, indem wir Menschen tatsächlich helfen, die Opfer dieses Systems geworden sind. Wir versuchen nicht anzuecken, wir versuchen alles irgendwie richtig zu machen. Und dann kommen jedes Mal diese Idioten, wollen irgendwas von uns, was wieder alles irgendwie in Gefahr bringt, wo wir doch gerade wieder so ein bisschen Stabilität in der Situation hatten. Herzlichen Dank den Spielemacherinnen. weil, ich meine, das ist Sinn und Zweck der Sache. Also gehe ich ja. Jetzt einfach mal davon aus, dass es genau darum geht. Und dieses Spiel treibt mich dazu, dass ich sage, wieso macht euren Scheiß alleine? Wieso tun genau. Sie es selbst? Ich habe auch gerade so, du hast gerade quasi sehr, sehr schön das Bild eines Deskflip verbalisiert, würde ich jetzt einfach sagen. So. Und ich will auch nicht einfach sagen, na klar. Deswegen fällt für mich irgendwie dieses, ich versuche es irgendwie aus, weil dann müssten wir direkt los. Und dieses kritische Nachfragen, ist das eine gute Idee, ist irgendwie das Einzige, was übrig bleibt. Aber das hat das Spiel mit mir angestellt. Ja. Ja, ich bin auch eigentlich so, warum machst du es nicht einfach selber, du allglatter Business-Kasper. Du mit deinem Rumgelaber. Wir sind keine Freunde. Ich habe dem nichts hinzuzufügen, was du gerade sehr, sehr treffend zusammengefasst hast.
So was passiert nach einem langen Tag. Ja, ja. Ist, mein Gott. ist das eine gute Idee? Ich versuche, ja, ist das eine, also ich möchte eigentlich nicht sagen, ich versuche es. Ich möchte nicht sagen, danke, ich versuche es. Ich möchte eigentlich auch, ich möchte eigentlich das hier sagen, aber ich bin auch irgendwie, das ist ein bisschen zu doll, wobei... Ich bin auch versucht, 3 zu... Ich glaube nicht, dass es dann Game Over ist, wenn wir sagen, warum machen sie es nicht selber? Weil ich glaube, dann kommt er auch mal aus der Hüfte und sagt, warum soll ich mir die Hände schmutzig machen? Ich hab dich in der Hand. Ich kann der Argumentation total folgen. Also ich verstehe genau, warum du das sagst. Würde das auch unterzeichnen. Allerdings ist meine Risikoaversion eher ausgeprägt genug, dass ich in die 2 tendiere. Aber ich glaube, dass dein Punkt genauso richtig ist wie meiner. Ja. Und Horsi was sagt. Was auch okay ist. Ja. Horsi sagt, du kennst jetzt, erst kürzlich kennengelernt, einen Menschen, der in der Programmierung mitgewirkt hat. Ich frage ihn bei Gelegenheit mal Sachen, wenn Interesse da ist. Ja, natürlich, auf jeden Fall. Frag ihn Sachen. Oh ja, und Horsi sagt, solche Menschen sind immer nur sehr enttäuscht, wenn man sowas fragt, wie, wieso tun sie das nicht selbst? Ja, ja. Ich habe dich nicht manipuliert bekommen. Schade. Ich bin bei dir mit der Risikoaversion. Ich mach 2, ist das eine gute Idee? Ich bin sehr gespannt. Danke. Steffen, ist das wirklich eine gute Idee? Beislaus hasst mich ja jetzt schon. Guter Punkt. Ganz genau, Frank. Beislaus hasst sie. Er wird alles tun, um sie loszuwerden. Jetzt erst recht. Und ob ich sie erneut beschützen kann, wer weiß, Frank. Oh, habe ich immer voll in die Hände gespielt. Also gut, wir haben uns verstanden. Dann lasse ich sie mal machen. Ich weiß ja, dass sie eine Lösung finden werden, Frank. Moment, aber wie soll ich... Klick. Stunden. Finde etwas Handfestes gegen Gunther Beislaus. Steffen hat dafür gesorgt, dass der Besitz eines Laufmanns legalisiert wurde. Die Rechnung ist damit vom Tisch. Was ein Glück. Jetzt muss ich nur noch Beislaus beweisen, dass er mir den Laufmann untergeschoben hat. Was? Das hat doch alles gar nichts mehr damit zu tun. Sondern Steffen Huberts will Beislaus loswerden. Ja, es ist doch aber eine Frage, wie man die Geschichte erzählt. Ist die gleiche Geschichte. Ja, das stimmt. Mit dem gleichen Endergebnis und es ist einfach nur anders erzählt. Ja. Auch übrigens interessant. Ja. Wie Geschichten erzählt werden und wer eine Geschichte wie erzählt und welche Stimmen gehört werden und welche nicht. Schlussendlich läuft das darauf hinaus, dass wenn Frank irgendwie scheitert, alle sagen so, pfff. Und Frank wird fallen gelassen und nichts ist mit dem geilen Leben, das sie ihm versprochen haben. Sondern er ist das nächste dumme Bauernopfer. Und das ist eigentlich jetzt schon klar, dass es darauf hinausläuft. Also entweder das wird richtig cool und er kriegt es hin, oder aber er ist ein Bauernopfer. Du bist so heute so richtig lebensbejahend, Romy. Das mag ich. Mach weiter, lass dich nicht von mir aufhalten. Ich finde es großartig. So, jetzt wecke ich meine Frau. Guten Tag. Hallo. Sie hat nämlich ein Ausrufungszeichen. Was? Entschuldigung. Frank, du musst jetzt sehr stark sein. Siehst du diesen Brief? Oh. Er kommt aus dem Ministerium.
Abteilung Verstöße gegen die gemeinschaftlichen Werte. Stark ist doch. Was soll das? Warum bekommen wir von der Sitte einen Brief? Bitte beruhige dich. Versprich mir, erst nachzudenken und dann zu sprechen, ja? Ich wusste nicht, dass die Frau so empathisch sein kann oder so zugewandt zu ihrem Mann. Zugewandt? Naja, dieses reg dich nicht auf, Schatz, beruhige dich. Erst nachdenken, dann sprechen. Das ist gerade mal nicht der herrische Ton, der sonst ihr mit ihr in Verbindung gebracht hat. Du findest, versprich mir, erst nachzudenken und dann zu sprechen, nicht herrisch? Je nachdem, wie man es vorliest. Ja, okay. Aber ich fand dieses Bitte beruhige dich war ja schon mal so ein Anfang. Okay. Den Punkt finde ich auch gut. Ich denke immer erst nach. Ja, wir als Frank denken immer erst nach, nur wir sind relativ gehandicapt von den Dingen, die wir Frank sagen lassen können. Ja, man weiß halt nie, was rauskommt. Ob wieder ein Frank draus wird. Ja, genau. Ja, Nikik, genau. Ich finde es nämlich auch, man kann da reinlesen, es unterstellt, dass wir sonst immer verkackt haben. Ja. Oha, das hatte ich nicht reingelesen, aber jetzt, wo du es sagst. Oh. Okay. Selbst mein Hund schaltet sich da ein. Bailey, alles okay. Alles okay. Die können da ruhig draußen sein. Die bellen da ein bisschen rum, ne? Ist nicht schlimm. Die wollen nichts von dir. Gut. Alles klar. So. Ich denke immer erst nach oder versprochen? Also ich bin für das Erste. Und du? Ja, ich eigentlich auch. Ja. Also vor allem auch durch den Punkt von Nikik so. Ich denke immer erst nach. Wir haben es sonst nicht verkackt. Das ist nochmal so. Ja, ich denke immer erst nach. Sabine, denke ich nicht immer erst nach, bevor ich spreche? Warum als Frage? Ja, genau. Naja, ich habe es versucht.